Oh, hi, da seid ihr ja schon. Kommt rein. Was ein Scheißstart für ein Video. Gut, das ist mein Beitrag für den diesjährigen Jugendcontest des Magischen Zirkel von Deutschlands. Was ich euch jetzt gleich zeige, hat mit Zauberei gar nicht so viel zu tun, gebe ich zu. Aber es ist deshalb nicht weniger cool. Es geht um Wissenschaft, wenn man so will. Denn in der gesamten Corona-Zeit war es ja so, dass zwischen der Impfstoffforschung und der Reproduktionszahl total untergegangen ist, dass die Teleportation bereits möglich geworden ist. Jetzt natürlich noch nicht so, dass ein gestandener Mann sich innerhalb von Sekunden von Weißrussland nach Südafrika beamt. So weit sind wir noch nicht. Aber ich sag mal, im etwas kleineren Maßstab ist das Ganze durchaus möglich. Hier. Mit 4 Münzen. Man braucht dafür auch gar nicht viel. Man braucht nur einen Startort. Dafür wähle ich mal meine linke Hand. Ein Zielort. Das ist meine rechte. Und dazu ein Science-Fiction-mäßiges Geräusch. Es hört sich so an. Und dann sieht man tatsächlich, dass schon die erste Münze sich tatsächlich teleportiert hat. An der Stelle könnte man natürlich aufhören, weil ich meine, ich habe bewiesen, was ich beweisen wollte. Allerdings möchte ich die wissenschaftlichen Bedingungen noch ein bisschen erhöhen. Ich krempel mir die Ärmel hoch, denn mit einem Zaubertrick hat das Ganze nichts zu tun. Trotzdem nochmal Münze für Münze. 3 in die Hand. Und eine ist ja schon, hat sich ja schon teleportiert. Und deshalb jetzt noch einmal, man hört es genau. Achtung. Dann haben wir hier nämlich 2 und hier auch 2 Münzen. Sollte jetzt noch irgendeine Form von Skepsis herrschen, kann ich das nur insofern verstehen, dass es halt daran liegt, dass ich mein Handy ja die ganze Zeit zu festen Fäusten schließe, wenn die Münze wandert. Was man dagegen machen kann, ist ganz logisch. Und zwar lasse ich die Münzen mal teleportieren, während meine Hände offen sind. Das heißt, man sieht die ganze Zeit, oh, 2 Münzen. Dennoch sieht man natürlich nicht, wie sie sich teleportiert. Aus dem Grund, dass sie hier losfliegt, dann aber noch einen Moment liegen bleibt und erst dort ankommt, wenn sie da dann verschwunden ist. Das sieht so aus. Dann haben wir nämlich hier nur noch eine und hier 3 Münzen. Und wenn man jetzt verstanden hat, wie dieses Teleportationsbusiness funktioniert, dann kann man auch einfach die Faktoren, die Parameter daran ändern. Zum Beispiel nehmen wir jetzt als Zielort mein rechtes Bein und als Start vielleicht ja, meine linke Hand diesmal. Das sieht dann so aus. Ein letztes Mal. Ja. Und haben wir hier tatsächlich 4 Münzen. Ich kann jetzt verstehen, wenn mir die Jury sagt, ach, das können wir ja gar nicht gelten lassen. Ich meine, es ist ja keine Zauberei. Für euch habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Ein richtig kreatives Finale.